Willkommen bei GTA Online, ich bin euer Abkratzer und ich zeige euch mal hier ein paar Varianten, wie man schnell an Geld kommt. Die erste Variante, die ist ein Auto zu verkaufen. Gute Autos findet ihr hier oben, so das Reichenviertel. Wenn ihr so ein Übermachtauto findet, da könnt ihr eigentlich gar nichts verkehrt machen. Es gibt maximal 9000 Dollar, habe ich gesehen. So ein Hammer ist glaube ich schon 5.000, 6.000 Dollar wert. Und das hier ist ein Übermachtauto. Der gibt schon 8.000. Alle 48 Minuten ist ein Tag hier rum und somit könnt ihr da alle 48 Minuten hier ein Auto verkaufen. Schnelle Sache, schnelles Geld. Die nächste Variante, der Überfall. Ist eigentlich auch recht einfach. Es gibt eigentlich drei Dinge, einen Laden zu überfallen. Hier schon mal einer. Das kann passieren. Ja, das Zielen mal schnell mit Schießen verwechselt. Mir am Anfang sehr häufig passiert. Passiert immer noch. Man kann die Kasse halt auch selber ausräumen. Es gibt zwar nicht so viel Kohle, aber es geht. Einfach verpissen danach. Und hier die richtige Variante, ist die zweite Variante. Reingehen. Wer keinen Bock hat, den anzubrüllen, ja, einfach die Flaschen im Hintergrund anschießen. Das macht auch eigentlich, das beschleunigt es auch. Die dritte Variante habe ich hier nett aufgeführt. Wenn ihr eine Maske kauft und die aufsetzt, geht mit Maske rein, setzt sie draußen auf. Und ihr habt keine Sterne. Die nächste Variante hier. Fragt nach einem Job bei Martin nach. Der hat immer gute Jobs. Ich habe den Job schon vorher angefordert, deswegen antwortet der gerade so bescheuert. Aber hier gibt's massig Kohle zu holen bei dem. Meine Lieblingsvariante ist der Geldtransporter. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ja, hinten einfach eine Haftbombe dran machen. Fahrt das Auto weg. Ich habe mir schon öfters mal das Auto in die Luft gejagt. Und habe da schon bis zu 10.000 Dollar rausgeholt. Aufpassen, es gibt drei Sterne. So. Das waren meine Varianten, um an ganz, ganz schnelles Geld zu kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. In diesem Sinne, haut da rein.